Klaus, Ihre erste Sommerreise als Fraktionsvorsitzender der Landtagsfraktion der hessischen CDU. Schwere Zeiten, Corona, aber auch die Fraktion in schweren Zeiten mit dem Verlust von Dr. Schäfer im Jahr zuvor schon, unseren wirklich beliebten Regierungspräsidenten. Dazu nun die Drohung gegen eine Landtagskollegin. Macht den Fraktionsvorsitzenden gerade einfach. Ne? Also es sind, wie Sie sagen, absolut außergewöhnliche Zeiten seit meinem Amtsantritt im April. Das war ja schon in der Zeit, als wir in Corona-Krisenzeiten waren, kurz vor der Thomas Schäfer. Es war furchtbar. Wir haben gerade auch am 2. Juni unserem Freund Walter Lübcke gedacht. Wir haben große Herausforderungen zu stemmen, insgesamt in der Gesellschaft, aber auch in der Politik. Ich war mir bei Amtsantritt bewusst, was es für eine Verantwortung ist. Ich versuchte so wahrzunehmen. Und das ist momentan auch meine Motivation, weiterzumachen und hier auch zu hören, was liegt vor Ort, was liegt bei der Basis an und was haben wir auch entschieden und wie ist das umgesetzt worden. Und was Sie in Sachen Bedrohungen angesprochen haben, das ist furchtbar, wenn Kollegen von uns bedroht werden. Da gilt auch unsere komplette Solidarität der Kollegin, weil wir natürlich auch der Ansicht sind, dass aus Gedanken Worte und aus Worten Taten werden können. Das haben wir beim Walter Lübcke erfahren und insoweit stehen wir da auch fest zusammen. Jetzt wird das Corona das Land Hessen eine Menge Geld kosten. Und Geld wächst nicht auf den Bäumen, auch wenn man das gerne hätte. Wenn ich auf der einen Seite was ausgebe, muss ich auf der anderen Seite was sparen. Das heißt, ich kann nicht ewig den Haushalt überziehen. Und wie wird es nach Corona? Ich meine, keiner hat eine Glaskugel, aber man muss ja optimistisch sein, oder? Wir müssen auf jeden Fall zuversichtlich sein. Wir müssen aber auch das, was wir in der DNA haben, weiterleben. Soll heißen, wir haben jahrelang erfolgreiche Politik gemacht und immer auf die Kosten, auf die Finanzlagen geachtet, auch der Kommunen, was Entschuldungsprogramme und angegangen ist. Jetzt haben wir gerade ein Sondervermögen auf den Weg gebracht mit Kreditermächtigungen in Höhe von 12 Milliarden Euro, weil wir sagen, wir müssen jetzt auch investieren. Generationengerechtigkeit bedeutet auch in die Zukunft, in die Arbeitsplätze, in den Arbeitsplatzerhalt auch zu investieren der jungen Generation. Gleichzeitig bedeutet das aber ganz und gar keinen Freibrief oder eine Spielgeldkasse oder ähnliches, sondern das sind Investitionen, die man in dieser Krise, die einmalig ist nach dem Zweiten Weltkrieg, müssen wir investieren und das haben wir jetzt getan, aber das auch sehr besonnen und verantwortungsbewusst. Vielen Dank. Sehr gerne.